Guten Morgen, Angelfreunde, live hier aus Holland, Start WBC. Erster Tag hier und neben uns gleich so ein Treckerboot hier vorne mit ein paar Fotografen drauf von Rheinlandboote. Ja, die sind ja stark mit mehreren Teams hier vor Ort, Rheinlandboote. Hinter uns hier Eiselsport, Fishing. Ja, die Teams versammeln sich hier aus dem Hafen Hellevoetsluis hier am Haringsvliet hier in Holland. Und ihr seht das hier, die Boote treffen sich jetzt hier in der Elbe und warten dort. Neben uns jetzt hier links, neben uns an Backbordseite ein finnisches Boot mit einem Evinrude Motor 150 PS. Team 27, 27, Crestliner Yaki. Big Pike Adventures. Good luck. Schönes Boot, sieht gut aus. Und wie man sieht hier, diese ganzen Wettkampfboote hochgerüstet ohne Ende. Wir fahren ja mit einem Finnwal-Boot. Wir fahren für Finnwal-Boot hier und haben das neue Finnwal-Boot hier. 685 Sportangler, Riesendeck. Und ich kann gar nicht hier weit runtergehen. Hier vorne sind unsere Instrumente. Alles mit Garmin, mit großen Garmin-Geräten. Ihr seht ihr das hier vorne, wo natürlich auch die Seekarte drin ist, angezeigt wird, die Tiefe, Motor, Daten. Das ist echt verrückt. Und wir haben natürlich auch das Livescope hier von Garmin auf dem Boot hier. Livescope, wo man auch wirklich die Fische erkennen kann. Das ist total abgefahren. Die neueste Technik hier von Garmin. Und jetzt macht der Alexander so ein Vorwärtsboot an und dann kann man auch vorausschauend sehen, ob da Fische sind. Also völlig krank. Aber was nützt einem die beste Technik? Wenn die Fische nicht beißen wollen, kannst du machen, was du willst. Wir haben vom Wetter her hier, ist es bedeckt. Es hat sich abgekühlt locker um 10 Grad. Das ist also schon mal anglerisch ganz interessant. Wir hatten ja gestern eine Höllenhitze, in Deutschland sicherlich auch. Das ging ja richtig los, teilweise 35, 36 Grad. Und wir warten auf den Start. Der Start soll um 8.15 Uhr erfolgen. Da mittig sieht man jetzt ein Finnwal-Boot auch. Ich gehe mal ein bisschen ran dort. Das 555 Finnwal. Es sind einige Finnwal-Boote hier. Das kann man wirklich auch feststellen. Auch mit Doppelkonsole. Schönes Boot. Ich habe es mir angeschaut. Dann auch auf der Fishing Master Show in Stralsund. Ja, und es ist hier Wind aufgekommen. Man sieht es an den Wellen so leicht, also ich hoffe, der Ton kommt einigermaßen gut rüber. Matthias Peto schreibt, Moin Jan, schöne Grüße nach Deutschland, Matthias. Danke, dass du eingeschaltet hast hier live beim Start Predator Tour 2019. Und hinter uns ein sehr schnelles Boot, dort sieht man den, wie flach der ist, ein Nitro. Die Nitro-Boote sowieso unwahrscheinlich schnell, haben einen flachen Rumpf, können hohe Geschwindigkeiten fahren. Und dahinter sieht man gleich den Marcel Asbrück. Also genau links daneben Marcel Asbrück, Nils Gaspar da vorne. Und jetzt winken sie hoffentlich mal zurück. Ich winke nämlich hier. Und ja, jetzt winken sie ein bisschen. Also da sieht man einen Unterschied, wie flach so ein Nitro auch ist und wie schnell die dadurch sind auf der Welle. Die reiten über die Welle, haben richtig Power auch drauf, richtig Dampf hinten dran. Und das Problem, was sie haben, wenn Wind aufkommt, also Wind bei starken Wellen, sind die Deep-V-Boote klar im Vorteil. Da, das können sie nicht schaffen, da können sie nicht mitgehen. Und ich bin gespannt, was jetzt hier passiert, auch beim Start. Also es sind ja unwahrscheinlich schnelle Boote hier. Also es ist ja ein Wahnsinn. Wir selber haben einen Suzuki-Motor hier mit 300 PS. Wahnsinn, Team 22, hier sieht man ihn, Riesenkoffer. Wir werden also gut vorne mithalten können. Ich bin gespannt, wie der Start wird. Die Strategie ist einfach, wir müssen unseren Spot, wo wir Fische vermuten, besetzen. Wir konnten jetzt nicht trainieren leider, weil die Fishing Master Show am Wochenende stattfand. Das heißt, wir konnten hier nicht vorher üben oder was auch immer. Viele Teams waren schon vor Ort, haben sich eingeangelt. Das konnten wir nicht. Wir entscheiden einfach aus dem Bauch heraus und manchmal ist es vielleicht besser. Also ich hoffe es jedenfalls, kann ich euch nach dem ersten Wettkampftag sagen. Also drückt uns die Daumen. Daniel schreibt, viel Erfolg, Spaß und haut ein paar dicke Fische raus, Jan. Ihr rockt das Ding.
Daniel Nikolaus, schöne Grüße nach Deutschland. Danke für deinen netten Kommentar. Auch Michael Kuhn schreit, haut was raus. Vielen, vielen Dank. Und hier sieht man nochmal Marcel Asbrück hier vorne, ganz entspannt mit dem Nils. Daiwa. Exis drauf an der Seite. Die haben ein Pinboot, also mit 80 PS Pinboot. Ein Lund. Und da sieht man auch, dass selbst man mit kleineren Maschinen hier echt erfolgreich sein kann. Wobei 80 PS ist ja auch nicht gerade wenig. Also die werden auch losmarschieren hier. Und neben uns dann hier vorne auch ein Boot. Hengelsport hier. Team 14. Fährt schon ein bisschen, werden nervös, fahren ein bisschen nach vorne. Und ganz dahinter sieht man gleich ein Sportangler, ein Finnwal. Dann mit dem orangenfarbenen Deck, Doppelkonsole. Unwahrscheinlich schnittig der Kahn. Und wenn man sich den anguckt, wie schön in der Form ist, Doppelkonsole finde ich sowieso ideal. Man ist da hinten trocken, auch wenn es mal regnet, man fährt im Regen praktisch weg. Und die Dinge haben sich bewährt. Es ist ein bisschen mehr Sicherheit als vielleicht ein Pinboot, aber das ist auch so ein bisschen Geschmackssache, wie man das hat. Und die Boote sind die Finnwal-Boote nur mal ganz nebenbei. Der Alexander, mit dem ich hier fahre, ist ja der Generalimporteur für Deutschland, für diese Finnwal-Boote und die sind bezahlbar. Also das ist wirklich auch, und nicht nur bezahlbar, die haben eine super Qualität. Und ich habe mir das angeschaut selber, dann auf der Boot. Wahnsinn. Also das ist, kann ich euch empfehlen, schaut euch die Boote mal an, wenn ihr irgendwie Lust habt, auch mal so ein Boot euch aus der Nähe anzugucken. Das könnt ihr gerne machen dann, entweder auf Rügen direkt, bei dem Alexander oder bei den vielen Verkäufern dann in Deutschland. Auf der Webseite bei Finnwal Boats, da gibt es tolle Videos, da seht ihr die Finnwal Boote auch mal so richtig in Action. Und jetzt kommt hier oben eine Drohne, jetzt werden die Leute schon ein bisschen nervöser hier. Der Start soll um 8.15 Uhr erfolgen. Hallo Deutschland, für alle, die eingeschaltet haben, hier live von der WBC 2019 Hellevoetsluis hier aus Holland. Und wir dürfen im Haringsvliet fischen und im Hollandsdiep. Und im Haringsvliet gibt es eigentlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Allerdings, wir starten einen Bereich, wo Wasserskistrecke ist. Da dürfen wir auch schneller fahren. Und da werden die Teams auch Vollgas geben. Und dann spätestens im HD, im Hollandsdiep, kannst du so schnell fahren, wie du willst. Alles ist erlaubt und du kannst alles geben. Und da fahren ja auch größere Frachtschiffe durch. Wahnsinn. Ja, Joachim Jung schreibt, Grüße aus der Hauptstadt, Jan und Dickes Petri. Ja, aus der Hauptstadt, ich denke mir an, denn aus Berlin. Also ja, dann schöne Grüße nach Berlin. Und jetzt fällt mir auch schon meine WBC-Kennung, also meine Teamkettenkennung runter vom Ellenbogen. Also ich drehe mal eben um. Also Leute, das Ding muss man ja immer tragen hier als Teamkapitän. Ich bin nun mal Teamkapitän. Und ja, das fällt immer runter. Ich weiß nicht warum hier. Vielleicht muss der Alexander mir das mal ganz kurz festmachen. Es ist ein bisschen nervig, weil man das Ding tragen muss. Und ich habe leider das losgezogen, kann es ruhig festziehen. Und beim Angeln nachher nicht, dass das Ding löst. Damit die Leitung auch erkennt, welches Boot hier mitmacht bei der Competition hier bei der WBC. Und müssen alle Team-Captains müssen das tragen. Ja, Ziel ist es heute, 7 Fische zu fangen, ein Hecht, 3 Zander, 3 Barsche. Und du musst hier bei der WBC, das ist die große Schwierigkeit, du musst jeden Tag abliefern. Du kannst dir nicht erlauben, wie der Predator tut, vielleicht die ersten 2 Tage nichts zu fangen, am 3. Tag alles voll zu machen. Das kannst du hier vergessen, das kannst du abhaken. Du musst hier alles voll machen, um hier überhaupt erfolgreich zu sein. Hast du einen Tag die Fische nicht voll oder ganz wenig gefangen, kaum gefangen, dann bist du automatisch raus. Nehmen wir uns jetzt ein Quantumboot, richtig. Ich weiß die Zeit gar nicht, also ich bin schon nervös. Ich weiß nicht, irgendwann geht's los. Ich werde mich jetzt lieber sicherheitshalber hinsetzen hier. Wir haben 8.12 Uhr. 8.12 Uhr ist es jetzt hier. Also um 8.15 Uhr soll der Start hier erfolgen. Und neben uns das schnelle Boot, ein flaches Boot. Ja, wird auch sehr schnell sein. 100 PS, EFI, Mercury Motoren hier dran. Und drüben auf der linken Seite versammeln sich viele Boote. Wir starten in der Mitte. Wir haben gedacht, okay, wir fahren einfach in der Mitte. Ganz links sieht man viele Boote, die werden gleich ganz links runterballern. Das heißt also, die werden in diese Richtung fahren, Alexander, dicht am Ufer. Warum machen sie das? Weil der Wind von der Richtung kommt. Die flachen Boote, die können die Welle nicht machen, die können die Welle nicht halten. Vielleicht fahren wir ein Stück weiter rüber, Alexander. Und dann habe ich sie auch ein bisschen besser drauf. Jetzt hier hinten ein
pinnengesteuertes Boot, das zieht sich so langsam zurück mit einem E-Motor hoch raus, der wird da vorne nicht mitmachen können. Immer mehr Boote gehen jetzt nach vorne, die Boote werden langsam nervös. Wir haben ja 8.13 Uhr jetzt, der Start kann gleich erfolgen, live hier. Ich versuche die Kamera so ruhig wie möglich zu halten, das Boot ist sehr stabil, wo wir sitzen hier. Wir haben auch Doppelkonsole hinten dran, der Alexander fährt hier und hier hinten 300 PS. Suzuki V6, auch ein schneller Motor, wir werden also da die 90 km/h locker machen. Ich hoffe, es passiert nichts, es sind unwahrscheinlich schnelle Boote hier am Start. Und ich weiß gar nicht, wann das Signal kommt, ich lasse mich jetzt voll auf den Alex, der wird das machen. Ich versuche euch die Bilder so gut wie möglich einzufangen. Jochen Elpers, guten Morgen, viel Glück Jungs, Jochen Elpers schaut zu. Viele Grüße, Jochen. Einer der besten, wie ich finde, besten Vertikalangler, die ich kenne. Jochen Elbes. Unwahrscheinlich stark auch gewesen bei der Predator Tour. Mit Platz 13, meine ich. Und Sascha Kühnemann, also wirklich toller Angler. Jochen Elbes, schön, dass du eingeschaltet hast. Jochen, schöne Grüße. Neben uns Hybriderboot. Jetzt sieht man auch ein Nitro ganz vorne. Das ist ziemlich in der Mitte im Bild. Ein Nitro, unwahrscheinlich Dampf hinten dran. Ich meine, das ist ein Optimax, Zweitakt, der 250 PS. Z9 läuft locker 120, wenn er es kann. Dahinter sieht man ein Treckerboot, ein Deep V-Boot. Und sieht man schon den Unterschied, dass das Boot viel höher ist. Ja, es ist mehr für Wellen gebaut. Kann dafür voll durch die Welle gehen, aber die Endgeschwindigkeit, da kommt er nicht ran. Die Boote fahren jetzt weiter vor. Jetzt geht es langsam los. Ich bleibe so in der Kameraeinstellung, dass ihr das verfolgen könnt. Wenn der Start erfolgt, versuche ich so ruhig wie möglich die Kamera zu halten. Die Boote fahren jetzt langsam immer schneller. Wir müssen genau schauen. Ich halte mich jetzt hier schon an dem Griff fest hier vorne, weil es jeden Moment losgehen kann. Wir sind ziemlich mittig in der Area. Da kommt ein Segelboot ganz hinten durch. Hybrider neben uns mit einem Suzuki-Motor. Jetzt geht der Start los und wir fahren. Jetzt muss er aufpassen. Was für ein Start. Jetzt, was kommt der Motor nicht? Doch, er kommt. Jetzt sieht man das. Leute, und wir holen den Hybrider ein hier vorne. Keine Chance. Ja, ja, er kommt nicht ran. Und ganz aussehen, ein schnelles Boot mit 300 PS. Wie schnell sind wir denn hier? Ist das krank? Leute, ist das krank? Ja. Ja, Deutschland, wir führen. Hinter uns ein Crestliner, was es schnell aufkommt. Ein Buffboot, der sehr flach ist. Man sieht es an der Backbordseite. Er muss hinter uns das Schraubenwasser hinkommen. Ich versuche es einmal zu drehen. Er muss durch unsere Welle jetzt durch. Das meidet er, seht ihr das? Er kann nicht, er muss und darf uns nicht kreuzen. Dann überschlägt er sich. Und wir sind ganz weit vorne. Alex fährt einen ruhigen Kurs. Neben uns der 250. XS von Mercury, ein Lundboot, ein schnelles Boot und Alex muss gucken, wir dürfen nicht in seine Welle reinkommen. Ihr seht es hier, knack ihn einfach. Ja, fahr, Suzuki gegen Mercury, was für ein Rennen. Finnwald Boots, wir sind ganz weit vorne. Und jetzt kommt da ganz hinten ein Z8, was sehr schnell fährt. Ein Z8. Mit 250 PS, er kommt nicht ran, wir sind ganz weit vorne, ich meine, wir sind von Zweiter neben dem Lundboot hier vorne, der mit einem 250 Pro XS dran ist. Das ist Willem Stolk, wir knacken dich, Shimano, ja, und jetzt kommt hier von der anderen Seite ein Z8, was Willem Stolk einfach überholt, ein Optimax. Mit 250 PS. Ich drehe hier durch, Leute. Ein Wahnsinn. Wahnsinn hier. Und wir fahren Vollgas. Und jetzt rechts. Ich gehe nach rechts rüber. Auf der Steuermannseite. Ein schnelles Boot auch hier. Vorne. Die uns jetzt hier kassieren. Die flachen Boote. Jetzt kommen sie. Jetzt müssen sie durch die Welle gehen. Wahnsinn. Wahnsinn einfach. Wie schnell er den Wind schneidet. Jetzt hat er optimal. Ein Zweitaktmotor. Mit 250 PS. Wahnsinn, wir werden eingekresselt. Jetzt kommt Willem Stolk wieder, er gibt Gas. Wir sind jetzt ziemlich in der Mitte. Jetzt müssen wir aufpassen. Willem Stolk gibt Gas weg. Wir haben ihn, er gibt auf. Er traut sich nicht, die Welle zu fahren. Seine Mütze ist weggeflogen. Wir fahren mit und wir fahren volles Fund. Jetzt greift er wieder an. Er versucht uns jetzt hier auf der Backbordseite zu überholen.
Alle, wir liegen weit vorne. Platz Nummer 3, vor uns zwei schnelle Boote mit Zweitaktmotoren. Die Fontäne spritzt raus. Und Alex fährt wunderbar. Jetzt dreht den Motor um. Hier sieht man zwei. Jetzt kommt da ein Treckerboot, das versucht jetzt hier an der Seite vorbeizukommen, aber das Wasser ist unruhig. Aha, da haben sie Schwierigkeiten. Ein Fehler und sie heben ab. Wir haben jetzt 300 PS Suzuki. Was für eine Power der Motor hat. Unglaublich, unglaublich. Und Alex fährt, er fährt. Er ist ganz konzentriert am Steuer und fährt hier. Volle Pulle, alles was drin ist. Jetzt greifen wir uns an. Sie versuchen das Steuerunternehmen zu holen. Metal Fish, ein Nitro Z9 mit einem Optimax Zweitakter und die Zweitakter drehen. Die können drehen. Das Boot ist flach, schneidet die Wellen. Man sieht auch die Fontäne rauskommen bei den Nitro-Booten. Wir haben eine Geschwindigkeit jetzt drauf von 94 km/h. Ich gehe ganz kurz auf die Anzeige, damit ihr es sehen könnt. Ich versuche das Bild ruhig zu halten. Wahnsinn hier bei der WBC! Gebt doch Gas! Gebt doch Gas! Sie kommen jetzt hier an der Seite und versuchen uns jetzt hier auf der Steuerbordseite zu überholen. Und man sieht, wie der Motor hinten arbeitet, wie es hier wieder vibriert. Aber er kann jetzt natürlich seine Stärken ausspielen. Diese flachen Boote, Dennis, oh, wir kommen dichter dran. Alex muss aufpassen, dass wir nicht zu dicht rankommen. Er überholt uns, er kassiert uns jetzt. Jetzt kassiert er uns. Vor uns sind 1, 2 Boote. Vielleicht sogar jetzt gleich 3. Ja, er hat uns Steuerbord überholt. Gut, das ist einfach so. Jetzt im ruhigen Wasser können sie einfach mehr Gas geben. Aber wir sind ganz weit vorne. Ich gehe hier vorne hinten. Ihr seht da vorne 2, 3 Boote. Die versuchen und auf der anderen Seite. Na, er gibt Gas weg. Jetzt kommt die Welle. Er muss ein bisschen Gas weggeben. Ja, ja. Das können die Nitro-Boote nicht ab. Sobald da ein bisschen Welle ist, haben sie Angst. Dann müssen sie Gas wegnehmen, weil sonst einfach der Überschlag droht. Vollgas hier. Alles ist erlaubt. Du kannst so schnell fahren, wie du willst. Ein kranker Scheiß ist das. Und Willem Stoik von Shimano versucht uns mit seinem 250 Pro XS Lund V8 wieder zu überholen. Der V8 hat natürlich richtig Bums, hat Hubraum. Aber Länge läuft beim Bootfahren und wir haben Länge. Wir haben Länge und Länge läuft. Wir fahren hier Vollgas, alles was erlaubt ist, alles was drin ist. 96 km/h haben wir jetzt auf dem Tacho aktuell und nehmen uns ein Nitro, was jetzt Gas wegnimmt. Einfach, ich denke mal, wegen dem Speedlimit nehmen sie jetzt Gas weg. Aber Alexander, fahr weiter, fahr rauf da, natürlich. Wir fahren weiter, scheißegal, Willem Stoik, sie will vorbeiziehen. Wir fahren weiter und das Passwort gibt auch wieder Gas. Jetzt ist es egal, jetzt knallen wir runter. Völlig egal, was jetzt passiert. Und das Passwort vor uns mit 250 PS hat uns natürlich jetzt eingeholt. Wir müssen links an der Welle vorbei. Er macht große Fontänen. Vielleicht wäre schlau, im Schraubenwasser zu fahren. Alex versucht jetzt im Schraubenwasser dran zu bleiben. Wir müssen kurz einmal die Bahnen. Jawohl, wir haben es drin. Und jetzt müssen wir Gas geben. Gib Gas, gib doch Gas. Und er gibt Gas aus der Welle raus. Jawohl. Und weiter geht's, Willem Stoik, wir sind auf der anderen Seite gefahren. Auf der anderen Seite, ich sehe gerade, wir haben einen Gegner verloren. Ein Gegner liegt bei uns hinten drauf. Ein Garmin, der Garmin-Gegner ist einfach abgeflogen. Das Livescore bei uns, wir fahren ohne Echo-Gegner, ihr seht ihn. Ich kann das auch jetzt nicht ändern, ich weiß es nicht, also der ist noch dran. Ich versuche ihn zu retten gleich. Aber lass erstmal fahren, erstmal weiterfahren. Wahnsinn, was für eine Geschwindigkeit. Was ist das hier? Das ist doch wahr, jetzt versuchen sie uns am Steuerbord zu überholen. Ein flaches, schnelles Boot und jetzt sieht man die Unterschiede, wie er durch das Wasser schiebt. Flaches Wasser, ganz glatt. 250 Pro XS. Ja, sie müssen aufpassen, dass sie nicht aufkippeln. Also das ist gefährlich, dieses Aufkippeln, da müssen sie Acht geben. Ja, wir sind jetzt bei 96 km/h. Ja, Alex zeigt das immer. Ich glaube, der weiß noch gar nicht, dass der Gele hinten abgeflogen ist. Naja, das muss ich ihm gleich beibringen. Er ist voll konzentriert. Das ist mir und Daniel auch schon mal passiert, weil einfach die Belastung hier bei der Geschwindigkeit so hoch ist. Ohne Leistung geben wir hier. Dann
liegt da hinten drauf. Der ist also hochgesprungen und liegt hinten drauf. Auf jeden Fall sind wir ganz weit vorne. Team Nummer 3 aktuell vor uns sind ein paar Boote. Hier ist das Bassboot da ganz links. Und wir konnten wirklich gut mitfahren. Sogar Willem Stolt hatte keine Chance gegen unser Finnwalboot. Ein Wahnsinn! Die Bayone, was ist das hier? Und wir fahren voll jetzt hier durch auf unseren Spot. Ja, gib doch Gas! Man sieht da drüben schon eine Fähre, die rüberfährt, die hier wartet, die kreist vor der Insel und unser Plan steht. Wir müssen den Spot erreichen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bassboot da vorne, ob der wirklich jetzt auf unseren Spot will. Auch die Deichstrategie fährt, das weiß ich nicht. Wir geben Vollgas und fahren hier alles, was drin ist. Langsam, jetzt suchen sie einen Spot hier vorne. Ja, das war der Live-Start hier von der BBC hier direkt aus Holland. Und Willem Stolt ist das nochmal hinten, will ich mal an der Insel, wie krank ist der denn? An der Insel, ganz dicht am Ufer, versucht er auch und jetzt gibt er das Bassboot wieder Gas. Er hat eine ruhige Welle gefunden, die kann ich mal wieder anziehen. Komm mal wieder an, komm, wir fahren jetzt. Das ist 95,7 km/h. 95,7 glaube ich jetzt. Und hier sieht man das. Hier. Kommen sie vorbei, sie fliegen förmlich vorbei. Fliegen an uns vorbei, innen. In der ruhigen Welle sind sie einfach zu schnell. Da sind hier die Fähre hier vorne. Da gehen wir jetzt lang. Es kommen ein paar Wellen, die müssen ein bisschen aufpassen jetzt, dass da nichts passiert. Wahnsinn, wie schnell die sind. Wahnsinn. Die haben so über 100 km/h. Ein Rangerboot mit 250 Pro XS, Zweitaktmotor. Das war der Live-Start von der BBC hier aus Holland. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier, live hier. Unterstützt uns, schaut ins Leaderboard rein und drückt uns die Daumen, dass wir ein paar Fische fangen. In diesem Sinne, schöne Grüße nach Deutschland, Team Finnwal Germany. Und denkt immer dran, Zeit ist Fisch. Schöne Grüße, tschüss. Völlig krank, völlig krank.